Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Hallo! Ich bin hier noch im Wald und nutze die letzten Sekunden von dem Uralten, um ein paar Bäumchen zu fällen. Dann schlafen wir eine Runde, dann produzieren wir Kohle eine Runde. Könntest du, bevor wir schlafen, kurz mir schon mal ein, zwei so Kohlemeiler aufstellen? Ja, warte kurz. Nein, grauschwellen Chamane, du kriegst die Axt auch ab, ist in Ordnung. Oh, meine Fähigkeit von Äxte wurde verbessert. Auf 6. Schwach. Sehr schwach. So, dann würde ich sagen, ziehen wir mal den Gürtel an. Dann lassen wir mal ein paar Sachen hier liegen. Nehmen dafür ein bisschen Holz mit. Nein, bitte gib mir Holz. Nein, keine Kotzbeeren. Holz. Ja, danke. Direkt mal ein bisschen was mittragen. Hui! Lalalalalala. Auch wenn es jetzt ein bisschen dunkel ist. Sammeln wir mal kurz ein. Vier Stück gehen noch. Können wir auch die Saplings nochmal hier lassen, dann können wir noch mehr mitnehmen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Noch mehr Holz. Ja, ist immer noch Platz. Staubsaugen. Jetzt keiner mehr? Nee. Ich komm wieder heim. Ja, Krautzeug, ist okay. Jetzt komme ich heim. Wenn man diese ganzen kleinen Bäumchen hier wegmachen müssen, damit die besser wachsen können? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach. Ich glaube, uns gehen langsam die Settling-Kurse aus. Ach, wir haben noch ein paar. Unten? Im Dings habe ich noch 10 Stück im Nebel, nicht im Nebel. Auf hier dann Ebene. Ja, genau das. Danke. Und gut, hier stehen ein paar Schmelzen, die halt auch welche haben im Prinzip. Hattest du schon was kohlemäßig aufgestellt? Nee, noch nicht. Ich bin ja auf Okay. der Suche nach Settling Course. Ja, warte, ich hätte die Schmelzen einfach kurz umgebaut. So. Wie, kein Platz im Inventar. Was soll ich jetzt aufnehmen? Komm schon. Ein Platz im Inventar. Mimimi. Mimi. Ich höre hier eine Menge Mimi. So. Wo ist denn die Öffnung da? Was bist du? Bin voraussetzung. Lass uns nicht, ja. Hab nicht genug Steine einstecken. Ich hatte Ja, gedacht, warum hier. läuft der Kräuter so komisch um mich rum? So, bin schon beladen. So, weil dann können wir die erste Ladung heute Nacht direkt mal durchballern. Du kannst nicht so viel tragen. Doch, kann ich. Siehst du doch. Siehst du doch ganz genau, dass ich das kann. Ja. Hinzufügen? Wut. Ich füge mal ein bisschen Wut hinzu. Ein bisschen Wut. Erstmal Wut rein tun. Das gute Wut. Wutte, hutte, dude, du. So, dann können wir jetzt schlafen. Miau. Gute Nacht. Gute Nacht. Du bist geschützt. Ach, schöner Sound. Die Produktion läuft. Hey, Kohle! Ja, ne, das hat auch was. Jetzt. Jo. Die
direkt wieder vollstopfen. Es ist voll. Dann möchte ich natürlich nichts mehr reintun. So, dann haben wir wieder mal ordentlich Kohle, wenn das hier alles durch ist. Durch? Ja, durchgebrannt. So, dann sammle ich mal da hinten meine ganzen Gräueltaten ein. Ich bin mir echt unsicher, ob wir hier die Bäume vereinzeln müssen, dass die besser wachsen oder was hier abgeht. Ja, das ist gerade dumm, was ich mache, weil ich habe überhaupt keinen Platz im Inventar. Sollte erstmal ein bisschen Platz schaffen vielleicht. Echt? Ja. Ach, hier lagen einfach mal noch 10 Holz rum. Nehme ich. Nimmt er, der Yogi, nimmt er. Nimmt er einfach mal mit. Da kenne ich ja nichts. So. Chitin. Chitin, Chitin, Chitin. Das haben wir hier. Hasensachen. Hier. Hab ich Edelholz einstecken? Augen hatten wir doch schon irgendwo. Eine Erdbeere. 23 Kupfer. Ja, kein Wunder, dass das Inventar so voll ist. Ach, die waren noch in den Schmelzöfen drin. Daher sind die. Ich habe mich schon vorhin schon gewundert, warum brauche ich von den Schmelzöfen, warum ist da Kupfer drin? Die werden doch gar nicht mit Kupfer hergestellt. Ja, ne? Wenn da welches drin ist, ne? Und Essen sollten wir vielleicht auch vorher mal noch mitnehmen. Hier gleich hungrig. So, erstmal einen Salat snacken. Habe ich hier noch irgendwas Essbares? Schlecht aus. Noch ein paar Würstchen. Was, das reißt. Achso, ja, ich habe keine Innereien. Ohne Innereien wird das mit den Würstchens natürlich schwierig. Ohne die Därme. Weil irgendwo muss die Wurst ja rein. Ohne Pelle keine Wurst, ne? Es ist, eine Tatsache. Moment, wo kommst du denn, Herr Gräuling? Kommt hier einfach so ein Gräuling vorbei? Ich glaub's ja nicht. Ah, hier sind noch Würste. Ja, nehme ich doch die. Ja, nehmen wir das alles mit, machen wir noch ein paar mehr Würste, dann kann man das nächste Mal einfach die Würste auffüllen. Dann muss ich nicht hin und her. So. Herstellen. So. Mehr Würste für alle. Schönes Päckchen Wiener Würstchen. So mag ich das. So. Jetzt gleich. Um mit dem Ende näher. Einmal geht noch. So, das war's. Mehr Würstchen gibt's jetzt erstmal nicht mehr. Kann ich hier irgendwas rausstopfen? Ne. Hier noch Platz. Ah ja, wunderbar. Um hier die Innereien rein. So, Würstchen. Wunderbar. Den Flachs können wir eigentlich direkt mal weg. Mal den tun wir mal hier das rein und das Wachs rein. Und jetzt kann ich sammeln gehen. Jetzt passiert nichts mehr. Immer auf der sicheren Seite. Also, ne, vor allem haben wir ein Inventar, wo Platz ist. Das ist ja das vor allem Relevante. Ach ja, es wird nebelig, es fängt an zu regnen. Super. Beste Jahreszeit, um in den Wald zu gehen. Ja. Ma, wieso muss das denn jetzt anfangen zu regnen, Alter? Ja, ich weiß doch auch nicht. Hab mich auch schon drüber geärgert, ne? Also. Was ist das? Thor, der Gott des Gewitters und des Donners, hat beschlossen, es muss jetzt ein bisschen regnen. So ah, ist ja. Das.
Um. So. Schön hier alles aufsaugen. Aufsaugen. Noch ein kleines Holz. Aber immer noch Platz. Sehr schön. So. Da unten funkelt noch was. Immer ganz praktisch, dass man das sieht, wo der Loot ist. So. Drüben gibt es auch noch ein bisschen Loot. Ja, passt doch. Inventar voll. Zumindest gewichtstechnisch. Mehr tragen die kleinen Beinchen nicht. Ein ganz schön weiter Weg zum Wald mittlerweile. Vielleicht sollten wir uns ein Waldportal machen, wo man einfach Holz farmt. Oder wir bauen uns eine Holzfarm. Das wäre natürlich auch mal eine Option. Aber ihr wollt doch alle geschossen werden. Gratisfedern. Gratisfedern. Alter, hier stehen überall Federn rum. Die muss man akzeptieren, die Federn. Also ich meine, das sind ja easy 10 mal 3, also 30 Federn hier. Ganz entspannt. Da kann ich jetzt nicht nein sagen. Nein, nixe jetzt nicht stören. Ich bin doch am Federn holen. So. Dafür ist der Regen echt praktisch. Thor wusste doch, warum er uns den Regen sandte. Damit ich gratis Federn bekomme. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal mit gratis Federn. Oh ne, da hinten sitzen auch noch gratis Federn. Ah ne, es ist nur eine Wasserreflexion. Ja, man meint, keine Gratis-Federn mehr da hinten. Machen wir erstmal hier einen guten Kohletausch. So, rein theoretisch müsste das ja 1:1 dann aufnehmen, weil einfach der Platz da ist. Er ist scheinbar aber anderer Meinung, weil eigentlich müsste die Kohle leichter sein. Ja, die hat er jetzt auch weggestaubsaugt. Hier, die nimmt er auch. Die erste wollte er nicht. Die war ihm nicht gut genug hier. Da sagt das Inventar nein. Das ist keine gute Kohle. Auch hier natürlich ein bisschen Holz rein. Können wir hier wieder Kohle rausschmeißen. Dann sammle ich mal kurz die Federn ein, die wir geschossen haben. Willi, Wildschwein. Du musst vermutlich auch von dannen weichen. Oh, hier liegt ein Fisch. Ein Barsch. Gut, ich brauche ja nur die Federn, das heißt, ich brauche auch keinen Platz im Inventar. Weil die Federn, die haben ja schon einen Platz. Wie schnell nehmen denn die Böden Schaden? Schnell. Weißt du, es ist aggressive Sonneneinstrahlung und wahlweise auch aggressive Regenein. Wirkung. Nein, Gräuling, ich bin doch auf Federn aus, nicht auf Gräulinge. Hast du schon gesehen, was ich als Fenster nehme? Diese Hochkantdinger, also diese Raute, finde ich ja. Sehr schön. Habe ich gesehen, finde ich gut. So. Also ich meine, ich mag die Gratisfedern, aber das sind schon ganz schön viele jetzt. Ich fühle mich schon ein bisschen, weiß ich nicht. Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Richtig. Weißt du das etwa nicht, Yogi? Ja. Weißt du das etwa nicht? Ja doch, das weiß ich.
Das weiß ich. Das weiß ich. Hör mal, Junge, ne? Da habe ich aufgepasst, deswegen weiß ich das. Das weiß er, ne? Da hat er wieder aufgepasst. Da hat der Bub wieder aufgepasst. Richtig, da habe ich mein Notizblöckli rausgeholt und dann habe ich da mal aufgepasst. Ich bleib da nicht hängen, Junge. So. Ja, mal so ein Stack Kohle. Dann bringen den mal rüber. Dass wir da weiter Schwarzmetall einschmelzen können im Nebel. Ab durch die Mitte, ab in Tod. Beste Portalbenennung EU West. Oh. Boah, da können wir hier eine Kohle nachstopfen. Ja, vielleicht sollte man dann auch Schwarzmetall noch nachstopfen, dass der beides schmelzen kann, ne? Macht ja nur Sinn sonst. So. Komm schon. Es ist voll. Ja, ist ja in Ordnung. Mike, es ist voll. Es ist voll. Damit du das auch weißt, es ist voll. Okay. Die 6 Eisen können wir natürlich hier drüben auch noch einschmeißen parallel. Ja, braucht vor allem Kohle, ne? Kein Problem, haben wir ja da. Haben wir ja extra hergestellt. Soll mir keiner kommen und sagen, wir hätten keine Kohle. Ich sehe schon, ich könnte eigentlich gleich mal schon wieder nochmal so, ne, in den Wald gehen und Bäume fällen. Ich sollte aber vorher definitiv meine Axt reparieren. Und mir ein bisschen Ausdauer holen. Also ein bisschen Buff. Weil ohne Buff ist das nicht gut. Wieso läufst du denn da jetzt runter? Ja, vielleicht wollte da einfach mal lang. Sumpffedern. Die können wir mal da reintun. Für Knochen habe ich ja hier unten gar keinen Platz mehr. Kann man nichts machen. Steine gehen aber klar. Edelholz geht klar. Harz geht natürlich auch klar. Das sind Seeds, die brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. So, dann machen wir hier kurzes Sit-in. Kleines Ting, kleines Sitting. Und dann ist es schon wesentlich entspannter mit der Buff. Der Buff ist dann da. Können wir was essen hier im Sitzen, wenn wir es schon gemütlich haben, dann machen wir uns richtig gemütlich. Ja, sind wir schon direkt wieder ausgeruht. Ja, direkt wieder raus hier. Ich hab kein Holz einstecken. Aber das, schon alles weggemacht. Krasser Scheiß. Ja, dann würde ich fast mal sagen, wir stellen ein paar von denen. Bauen wir wieder ab. 3 Stück oder so. Dann brauchen wir die normalen Schmelzen stattdessen. Sollte ja kein Problem sein. Das Material ist ja am Start. So, 1. Was fehlende Voraussetzungen. Nimm halt auf, was da liegt. 2. Oder habe ich einstecken. Aber vollstopfen. Dass das mal hier wieder Ordnung annimmt. Dass wir unsere Metalle auffüllen können. Und es nicht heißt, hey, ihr habt ja gar kein Metall. So, jetzt haben wir auch hier ein bisschen Holz wieder zum Reinstopfen. Das ist immer gut. Bisschen Holz. So. Hier ist kein Der Boden erzittert. Oh nee, der Boden erzittert. Ja, der Boden erzittert. Oh mein Gott, Erdbeben. Aber warum? Erdbeben! Oh ja, hier hinten kommt ein Troll. Entschuldigung, wir wohnen hier. Wir haben dich nicht eingeladen. Das geht so nicht. Nein, da musst du gar nicht erst mit Steinen schmeißen.
Nee, musst du nicht. So, wo sind die anderen? Guck mal. Lass sie jetzt davon. Kommt hier hin? Gut, ich meine, wir haben ihn zuerst angegriffen. Ich wollte nur auf ein Käffchen vorbeikommen. Au, oh, jetzt hau ich mich schon. Oh, hinten bei der Farm ist der zweite. Ja. Ja, schon gar keinen Bock mehr, der geht schon. Oh, Gratisfedern. Warte, die muss ich zuerst machen. Ne? Kurz so. Gratisfeder. Dankeschön. Hallo Troll. Was geht ab? Oh, und einer kloppt oben auf die Base ein. Ja, ja. Aber die haben schönes Wetter mitgebracht. Und Detsch. Jo, die Erschütterung wird schwächer. Ja, hier gibt's keinen Trollüberfall. Tut mir leid, aber ne, aus dem Alter sind wir raus. Ja, Nixe, ist okay. Ich find's lustig, wie die immer so zappeln. Ja, das Schöne ist, die haben ein bisschen Geld mitgebracht. Na? Das sind, die wollen uns ein bisschen sponsern, damit wir uns noch ein Hühnchen kaufen können. Finde ich gut, finde ich gut. Aber gut, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Dementsprechend sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen, 17 Uhr geht's weiter. Bleibt gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.